Hallöle meine süßen Unicorns, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ein neuer Hintergrund, weil ich bin nämlich wieder beim Fabi und ich habe was total Tolles mit ihm vor. Aber ich habe ihn jetzt mal eben aus seiner Wohnung rausgeschmissen, weil er darf jetzt nämlich nicht sehen, was wir jetzt mit ihm vorhaben. Er weiß zwar, dass es ums Haarefärben geht, aber er weiß es nicht ganz genau. Und zwar geht es darum, er hat keine Ahnung davon, welche Haarfarbe ich ihn färben werde. Und ich werde zwei Haarfarben heute bei ihm drauf tun. Ich zeige euch heute, was wir ihm draufklatschen, was er aber nicht weiß. Also willkommen bei Trash TV. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde beim Fabi den Ansatz werde ich schwarz färben. Und da habe ich mich hier für Sayus entschieden, weil ich habe eigentlich mit Sayus auch schon ganz gute Erfahrungen selber gemacht. Ich weiß, jeder Friseur wird mich jetzt verklagen, weil ich Sayus kaufe, aber ja, also ich kann mich nicht beschweren, weil ich habe meine Haare, bevor ich immer zum Friseur jetzt gestiefelt bin, habe ich sie auch selber blondiert mit Sayus und war damit eigentlich recht zufrieden mit dem Farbergebnis. Und das ist die Farbe Blauschwarz. Und ich werde ihm die Längen, weil seine Haarlängen, ich werde mir jetzt mal eben mal schnell hier einen Stuhl holen, weil ich knie vor euch nieder. Ich werde ihm seine Längen sind ja so hell ungefähr wie meine Haare, die werde ich ihm blau färben. Und da habe ich einmal hier noch so ein Indigo Blue. Und so sieht das Ganze hier so aus. Und bei Sayus halt wie immer das Mittel und so dieses verschiedene Gedöns. Ihr wisst ja, wie es ausschaut. Und ich habe mir noch überlegt, weil ich jetzt nicht weiß, wie dieses Indigo-Blau rauskommt, habe ich mir überlegt, werde ich wahrscheinlich bei ihm noch Directions verwenden, so nachher, wenn es alles rausgewaschen ist. Und zwar habe ich hier Lagoon Blue, habe ich mir selber gekauft, damit ich mir meine Haarspitzen einfärben kann, und Direction Shading ja auch die Haare nicht so, und ich möchte jetzt beim Farbe jetzt auch nicht übertreiben mit Haarschädigung und so weiter, und das Blau kommt einfach richtig gut aus, und deswegen habe ich mir überlegt, als Backup noch Directions eben. Ich werde jetzt erstmal alles zusammen mischen und ich werde auf jeden Fall die Kartons wegschmeißen und diese ganzen Sachen einfach abkleben, damit er natürlich nicht sieht, welche Farbe das ist. Und wenn ich alles soweit vorbereitet habe, hole ich ihn rein und dann geht's los. So, also ich mische jetzt hier gerade die Farbe an. Und Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Der Fabi hat keinen Pinsel, also so keinen Haarpinsel, wo man die Farbe quasi mit einem, wisst ihr schon so, was der Friseur immer verwendet, so einen Haarfärbepinsel. Das heißt, ich muss wahrscheinlich komplett alles mit den Händen machen. Das wird noch eine Experience. Ich mische hier gerade das Schwarz zusammen. Das wird geil. So, wir haben den Fabi da. Du darfst noch einmal gucken. Ah, ich darf noch einmal gucken? Einmal darfst du noch gucken. Hallo. das ist deine Farbe. Kackbraun. Oh. Wunderbar. Und ich verlasse mich auf dich. Okay. Das wird ja sowieso jetzt so voll das Abenteuer, weil ich muss es nur mit den Händen auftragen. Ja, aber man sieht halt irgendwas. Okay. Du darfst aber dann mal die Alufolie schon mal halten, weil wir werden die nachher brauchen. Du bekommst nämlich heute zwei Farben. Oh, zwei Farben? Mhm. Hab ich schon gedacht, ich muss backen gehen. Also sowieso. So. So witzig, weil... Da haben wir überhaupt anscheinend. Hm? Auch nix. Rauskämmen. Nö, nee, das kannst du nicht machen. Nee, das nicht. So. Das schmeiß ich mal da so hin und ja, bitte nur ab sofort. So. Was denkst du, dass es wird? Ja, solange es geklaut wird, ist ja alles in Ordnung. Bitte? Solange es geklaut wird.
mit Blauen? Nee. Ja, das weiß man nie. Ist das irgendeine Schreckensfarbe? Ja, grün. Grün. Naja, würde zu Halloween passen, aber ist ja jetzt schon fast vorbei. Das ist doch jetzt noch nichts, ne? Also das Fall ohne Farbe zu machen, ich weiß nicht, wie du das bisher gemacht hast. Ich habe mir die Haare zweimal gefärbt. Oh. Naja, gut. Wir probieren es einfach. Das nehme ich immer nur eine Haarfarbe rein. Ja gut, aber das ist jetzt dann halt mein Problem. Bei einer Haarfarbe glaube ich nicht, dass du groß da. Ja, das Problem hast. Das war das Problem von ihm. Naja, wir werden sehen. Also ich versuche es schon zu machen. Dankeschön. Und nicht, dass es dann einfach nicht klappt. Ja, super. Solange die Haare nicht so werden wie diese komische Tube da. Versprechen. Wie gesagt. Aber ich gebe mir Mühe. Das kann ich nicht. Auch schon mal was. Ja, auch schon mal was, ja. So, also wie ihr sehen könnt, seine erste Farbe hier ist drauf. Er hat wirklich keine Ahnung. Und jetzt mache ich hier so in die Längen, diese zweite Farbe. Und ja. Ich muss mich jetzt mal hier, wo es hier hinfällt, damit die Farbe nicht sehen. Ja. Doch schön, wie die andere Dinge. Ja, grün, ne? Ja, braun und grün. Ja. Eine neue Kombi, ne? Ja, der Hingucker in der Stadt. Es wird jetzt lustig, dir das hier jetzt so aufzutragen, ohne dass du es merkst. Das Gefühl, die riecht intensiver wie die andere. Hä? Ich hab das Gefühl, die riecht intensiver wie die andere. Ja. Schon. Du haust einen Blond auf mein Blond drauf, oder? Findest du nicht? Ich finde das echt eine Blondierung. Also nicht ganz so ätzend, aber... Ja. Ja, komm hin. Ich bin mal froh, dass wir kein Geruchs-YouTube-Video haben. Naja, manchmal. Ich habe jetzt einfach mal hier alles verabschiede dir. Ach, doch kein Problem. Ja, jetzt habe ich mich verabschiedet. Jetzt werden sie grün. Ja. Joker Green.
Kartoffel. Ich werde das Fenster auflaufen wollen. Wir können es aufmachen. Nee, geht schlecht, weil meine Handschuhe sind jetzt eingesaugt. Also, okay. Augen zu und durch die Gasmaske. Luke, ich bin dein Vater. Ich hab schon eine Scherze. Ich zieh jetzt trotzdem kurz die Handschuhe aus. Weil ich habe beschlossen, die dritte Haarfarbe, die ihr ja wisst, die mache ich hiermit auch noch rein. Du bekommst drei Haarfarben. Ach, drei Haarfarben? Ich dachte zwei. Ey! Ich habe ja nichts geschaut, ich hab's nee, gar nicht, aber er hat nichts gesehen. Okay, also ich rühre jetzt nochmal schnell die dritte Farbe an. Das riecht aber bis jetzt am besten, oder? Das riecht nicht so schlimm, ne? Was ich dir ja schon mal verraten kann, ist, dass es Directions sind. Oh, okay. Also, das sollte auch am besten riechen. Ja? Ich hab so einen Getränke. Ich freu mich schon aufs Putzen. Directions waschen sich ja Gott sei Dank ein bisschen schneller rum. Ja, keine 6 Monate, sondern 3 Monate. Naja, der Boden hier, der saugt gut auf. Au! Ist irgendwo hängen geblieben gerade? Ja. Der Friseur wird mich dafür hassen, wie ich das hier. Ich stehe schon die ganzen Hater-Kommentare. Daumen hoch dafür, dass es so professionell gemacht ist. Wie war das? Du gibst dir Mühe? Ja, Entschuldigung, aber wenn du keine Bürste hast, kann ich dir auch nicht viel bieten, ne? No equipment. Ja, ich wusste, dass wir ein Bürschen brauchen. Also schnell zum Douglas die eine besorgen. Ja. Schau. Also, wir lassen das jetzt ganze 30 Minuten drauf und danach noch was auswaschen. Und wenn das auswäscht, sieht er ja die Farbe und dann... Und? Was sagst du? Zumindest kein Kackbraun. Zumindest kein Grün. Ja, noch kein Grüner. Also, wir haben ja jetzt ja hier oben, haben wir ja schwarz gefärbt. Und hier unten ist halt so, man sieht es hier ein bisschen in den Reflexen, es ist halt blau. Ich denke aber, wir werden es vielleicht noch mal ein bisschen anders vielleicht aufhellen, ne, wie wir lustig sind. Werden wir das Ganze einfach noch mal, ja, das Blau halt hier noch mal ein bisschen heller rausfarben. So, hallo. Jetzt kannst du auch mal Hallöchen zu dem Unicorn sagen. Und es geht einigermaßen, oder? Dafür, dass wir keinen Pinsel hatten. Dafür, dass wir keinen Pinsel haben, ist das doch gut geworden. Ja gut, okay, Friseur werde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Naja, hoffen wir mal, dass kein Friseur zuschaut.
bin ich, ist mir auch egal. Ihr könnt ja dafür einen Daumen nach oben da lassen, dafür, dass ich so unprofessionell gemacht habe. Ne? Und 2 Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat. Genau. Und einen Kommentar, wenn es euch 3-mal nicht gefallen hat. Aber einen positiven Kommentar. War mal eine Erfahrung, oder? Ja, auf jeden Fall. Was hast du gedacht am Anfang, wie ich dir die Haare färbe? Welche Form? Hättest du gedacht, dass das Spaß macht? Naja, ich hab gedacht, du kommst jetzt mit was Hellem sozusagen her, auch wie ein Blond jetzt, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich finde, durch das Schwarz sieht deine Haut auch einfach irgendwie jetzt ein bisschen brauner aus, also noch brauner, wie sie eh schon ist. Und ich finde, du schaust frischer, gesünder aus. Ich meine, wenn du jetzt nicht nur so dagegen anguckst, ich schaue eh irgendwie immer schon ziemlich ungesund aus, aber... ja... Naja... Passt doch, ich bin, du bist jetzt quasi meine Komponente, ich bin hell, du bist dunkel. Ja, genau. Passt doch jetzt perfekt ins Bild, oder? Ist doch jetzt wunderbar, würde ich sagen, oder? Jetzt passt es perfekt. Einwandfrei. Und ich finde, du schaust aus wie so ein Vampir irgendwie mit den Ja, vielleicht bin ich ja einer. Ja, vielleicht bin ich auch einer, weil ich sag mal hier... Naja, du bist bleich. Ja, ja, wir auch, ne? Meine rote Kontaktlinse. Läuft bei uns, würde ich sagen. Meine süßen Unicorns, ich hoffe, dieses andere, mal etwas andere Video hat euch gefallen. Für mich bleibt es nach wie vor ein Trash-Video. Aber wenn ihr mal öfter solche Sachen sehen wollt, einfach einen Daumen nach oben, einen Kommentar hinterlassen. Ja, Abo wäre auch cool, wenn ihr da lassen würdet. Und ja, also ich, also für mich bleibt solche Kategorien, das war lustig. Dass er mal nicht wusste, was mit ihm passiert und so. Und nee, also ich fand schon echt witzig, aber für mich bleibt es eher so die Kategorie Trash-TV. Und vielleicht erstelle ich vielleicht sogar so ein. so eine Playlist, so mit Trash-TV. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Fabi, hat es dir Spaß gemacht? War auch schön, ich musste ja nichts machen. Ja, stimmt. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Ciao.